Hallihallo und herzlich willkommen bei Prototype 2. Hier sind lauter Leute, die uns ans Leder wollen. Ups, au, ah, i, ah, hatte. Da muss ich erstmal mein dickes Schwert auspacken. So, jetzt gibt's aber ein paar zurück. Ihr blöden Klöden. Ihr. So, was ist denn, ne? Packen wir uns mal hier so ein Fass an und dann müssen wir damit wegrennen? Oder wie? Wir spielen ja jetzt hier Müllabfuhrsimulator 3.0. Das ist jetzt die ganz neue futuristische Version mit Mutanten und allem drum und dran, weil Müllabfuhrsimulator 1 war ja allen zu langweilig. Und wir müssen jetzt hier den biochemischen, übelst giftigen Virenmist da drüben in die Müllverbrennungsanlage schmeißen, ist klar. Weil Recycling ist auch nicht mehr das, was es mal war, darum wird das jetzt direkt verbrennt. Verbrennt! Dana, es ist auch verbrennt. What happens if those barrels reach the atmosphere? Good to know. So, noch mehr Fässer. Wir müssen noch mehr Müll sammeln, denn Müll sammeln macht Spaß. Mach mit, halt die Umwelt fit. Und da hinten liegt auch noch eins. Komm her, mein Fässchen. Komm in meine Arme. So, und dann rennen wir damit weg und mähen nebenbei noch ein paar Autos und Infizierte nieder. Und da hinten sind noch so ein paar Militärheinis. Ups. So. Das Lustige ist, wir kämpfen gerade auf der Seite des Militärs und darum tolerieren die so ziemlich alles, was wir hier machen. Das gefällt mir echt gut. Die sehen, dass da kommt der Heller angerannt und der sammelt den Mist auf. Schön, schön. So, aus dem Weg, Entschuldigung, hups, ah, sorry, hab ich nicht gesehen, bin so schnell, weißt du schon Bescheid. Bei so einer Geschwindigkeit, Direktion. Die Weitleitwolke wird größer, das, aber solange es noch keine infiziert, ist doch alles in Ordnung. So, rüber auf das andere Haus da. Ich will unbedingt den dritten Erddash haben, denn ich weiß, es gibt einen. Hupsa, und weiter, weiter, weiter. Ah, da fällt mir gerade ein, ich hätte echt gerne das hier auf Y. So. Ist mir gerade so nebenbei. Schnapp dir die Murmel und dann geht's nach Hause ins Körbchen. Hui. Hui. So. Das ist zwar Quatsch, hier immer so weit hoch zu laufen, weil da muss man immer so weit runterfallen. Ja, so wie jetzt. Ich hätte auch einfach durch die Straße rennen können, aber hey. Durch die Straße rennen auch ganz normale Leute. Upsa, aus dem Weg. Ich sehe gar nicht, wer vor mir ist, weil ich habe ja das Fass auf dem Kopf. So. Hä? Was? Wie? Zu blöd. Alter. Nö. Habe ich es jetzt fallen lassen? Ach. Ach, nö. Das habe ich das falsche Gebet. Ach, was soll's. Schnapp's dir. So. Nochmal von vorn, bitte. Oh, 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 oh. Das ist aber auch gerade kritisch hier. Falsch, falsches geschnappt. Das Fass sollst du dir doch nehmen, Junge. Wow, ihr Assis, lasst mich doch mal. Ich will doch hier Müllabfuhrsimulator und so, hab ich doch gesagt. Ah, wo ist denn das Fass hin? Wo ist denn das Fass hin? Oh nein. Ich fasse es nicht. Komm her, so, jetzt aber fort. Bisschen auf Abstand, in der Luft können wir nicht alle auf die Fresse hauen. Und dann rein mit dir in das Teil. So, fast zerstört, schöne Scheiße. Man hat's auch nicht leicht. Irgendwie hat man's schon nicht leicht. So, hier ist noch so ein blöder Evolver. So, da muss man leider ein paar von meinen Militärhandys opfern. Auch wenn die mir treu zur Seite stehen. Ach nee, mittlerweile mögen sie mich nicht mehr. Das ist ja toll. Kaum habe ich ihren Müll weggeräumt, schon können sie mich nicht mehr leiden. Wisst ihr was? Dann hinterlasse ich hier mal noch einen bleibenden Eindruck. So, wie hab ich denn das gemacht? Guti, da kommen die noch vorbei und machen hier ein bisschen Rambazamba. Und ich mache mich aus dem Staub. Hui! Verlassen Sie den Basisbereich. Ja klar, schon auf dem Weg. So, wir warten hier einfach mal ein bisschen. Ah ne, wir machen so. Cool. Ja, ihr könnt wieder gehen. Stop. Ups. Looks like that's the last of it. The white light cloud is dissipating too. Mercer won't be pleased. And Maya's safe. For now. Heller? Heller, are you there? I can't hear you. Ich sag auch grad nix. Dana. Dana. Heller? It's Sabrina Galloway. I need to talk to you about Project Firehawk. You know what that is? Sounds familiar. Remind me why I care. Springen. Trust me, you care. Come and meet me right now. Send me the coordinates. Wieder drüben in der gelben Zone oder dürfen wir heute mal in der roten bleiben? Mission freigeschaltet, letzter Ausweg. Letzter Ausweg? Letzter Ausweg. Letzter Ausweg? Wollten wir nicht noch rüber in die gelbe und dort ein paar Sachen sammeln? Wo wir gerade beim Thema sind. Hier, kalt, warm, warm, wärmer. Nicht mal ganz so warm.
Oh, noch wärmer. Wärmer, wärmer, kalt. Wärmer, wärmer. Noch wärmer. Richtig warm. Total Hölle warm. Ich höre es piepen. Da unten. Heiß. Heiß, 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 heiß. Kalt, 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 kalt. Hoch da. Na, komm schon. Where? Da ist es. Oh, das war eine schwere Geburt. Zieh dir mal die Blackbox rein. Da, 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 da. Oh, was? Wie? Ich bin aufgestiegen? Ist ja ulkig. Wir haben doch noch nicht mal reingehört. Merci. Was machen wir denn jetzt? Gesundheit wird um 75% gesteigert. Und was haben wir hier unten? Helikopter werden augenblicklich zerstört. Panzerfahrzeuge werden augenblicklich zerstört. Sammeln Sie mehr Masse, um mehr Devastor-Schaden oder einen dritten Brawler zum Rudelführer hinzuzufügen. Masse haben wir eigentlich immer ziemlich schnell voll, ne? Können wir ruhig mal ein bisschen mehr sammeln. Und mit dem Leben haben wir irgendwie gar keine Probleme mehr. Ja, ne? Was ist hier? Das ist so ein bisschen so pipapo, ne? Braucht man eigentlich nicht. Oder wir machen halt sofort Panzer kaputt. Das könnte irgendwann mal sehr praktisch werden, glaube ich. Gerade hier in der roten Zone. Ja. Ja, doch. Ja. Panzerfahrzeuge können augenblicklich zerstört werden. Drücken Sie B, um einzusteigen, und dann Y für einen Finisher. Gut. Field recording. 409 days ago. You don't think they'll rebuild it? What for? Manhattan is the new Chernobyl and we're its keepers. So, bums. Ich guck mal auf die Karte. Was ist denn heute im Angebot? Das war der falsche Knopf. Hier drüben ist die Karte. Moment, zack. Und jetzt ist alles viel besser. So, wir haben hier drüben einen Heli-Schub-Schrapp-Schrapp-Schrauber, die Luftbrücke. Hier drüben ist Sabrina Galloway. Wir befinden uns hier in der roten Zone, Midtown, Times Square, Chinatown. Das ist ja doch Manhattan. Ach so, hier hat der erste Teil gespielt. Also sind wir immer noch in New York? Oder was? Oder wie, oder wer, oder was, oder wo. Also sind wir immer noch in New York. Gut, alles klar. Nee, rauszoomen wäre schön. Rauszoomen. Ach, weiter geht nicht raus. Dann ist das New York, und was ist hier unterhalb von New York? Du, ganz ehrlich, dann ist das hier jetzt Manhattan, die rote Zone. Das erkennt man ja, ne? Chinatown, Midtown, Times Square, das kennt man auch so ein bisschen aus dem Fernsehen. Aber hier der Stadtteil unter Manhattan und noch weiter drunter. Ne, hier sind doch eigentlich auch gar keine Inseln. Also sind die Entfernungen größer, als es hier dargestellt ist, wahrscheinlich. Oder? Oder nicht? Weil hier ist doch auch irgendwo die Freiheitsstatue. Oder verwechsel ich das jetzt komplett? Ach, ich war in Geo immer eine Niete, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Freiheitsstatue war irgendwo in New York. So, wir gehen jetzt mal rüber zur gelben Zone, denn da wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns. Und ich möchte die gerne erledigt wissen, bevor wir uns jetzt hier wieder vom Staub machen. Wir könnten auch den Helikopter da drüben nehmen, aber ich glaube, der hat nicht genug Sprit im Tank, um bis in die gelbe Zone rüber zu fliegen. Und hier hinten war irgendwo so eine Flammenwand. So eine epische Flammenwand. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn die hin? Naja, egal. Komm, wir nehmen die Luftbrücke. Guten Tag. Haben wir so auch noch nie abseits der Mission benutzt. Dann machen wir es mal jetzt. Mal gucken, wie es aussieht. Ich wähle mir ein Ziel. Und zwar hätte ich gern... hier hin? Ja, klar. So, hup, schrapp, schrapp. Ich nehme noch einen Schluck Eistee. Moment. Nam, 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 nam. Hab mir schon ein bisschen den Hals fußlich gequatscht. Oh, da sind wir schon da. Guti. Jetzt geht, der ist halt schon wieder auf Select gedrückt. Ich muss auf Start drücken, so bums. Geht der lustige Sammelspaß los. Ich hatte erst die Idee, dass ich dann eine Special-Folge drüber mache. Aber nö, das mache ich jetzt nicht. Während wir hier nach einer Blackbox suchen, kann ich ja sagen, wie ich das meine mit der Special-Folge. Hier gibt es sogar noch zwei. Zwei Blackboxes. Dem ist nicht möglich. Doch, Tatsache. Hm. Was haben wir hier? Fehlt eine. Okay. Und hier fehlt auch eine. Okay. Dann würde ich sagen, hier um uns herum ist ein ziemlich großes Gebiet, aber ich würde sagen, wir gucken mal hier. Und vielleicht finden wir unterwegs noch was. So. Hui. Und zwar mache ich das ja immer so, ne? Wirst du Bescheid? Fertig aus. Nee, ich mache das immer so, wenn ich die Folgen fertig gerendert habe. Also ich kann ja mal ein bisschen, jetzt wo wir hier rumrennen, über meine Technik ablästern.
Ich nehme mit Fraps auf. Würde ehrlich gesagt gerne, habe auch heute gerade eben damit rumgespielt, gerne die Super Full HD Folgen aufnehmen mit hier 1040 oder wie es heißt, P Pixeln. Aber dem geht leider nicht, denn dann fängt mein Spiel an zu ruckeln. Dann sind wir so bei 13 FPS und 13 FPS merkt man dann schon. In der Regel nehme ich mit 16 FPS auf. Das ist nicht ganz so schlimm. Da merkt man auch nichts. Wenn ich mich jetzt hier so rumdrehe, wir sind gerade bei 18, 19. Das ist völlig in Ordnung. Aber alles, was so unter 15 kommt oder was unter, sagen wir mal, was unter 13 kommt, ist dann schon unschön. Das merkt man auch beim Spielen. Manchmal sagt es dann sogar runter auf 8. Also sage ich Fraps einfach Bescheid. Du, pass auf, wir nehmen jetzt nicht die volle Auflösung auf, denn ich zocke hier auf einer 1800er... Auf was für eine Auflösung zocke ich denn? Auf einer ziemlich hohen. So. Auf jeden Fall HD-Stufe 2 fähig. Aber ich lasse nur alle 2 Pixel sozusagen aufnehmen. Dadurch ist Fraps ein bisschen energiesparender und das Spiel ruckelt nicht. Das ist schön. Das gefällt mir. Darum mache ich das auch so. Aber deshalb kommen wir nur auf die 720p HD. Aber HD ist HD ist HD ist HD und HD reicht uns. So, da brauchen wir nicht noch mehr HD. Fertig. Man kann zwar meine Steam-Errungenschaften nicht lesen, aber ich lese ja auch jedes Mal vor. Und die sind auch gar nicht so wichtig. Was so sonst hier überall steht, kann man ja ganz gut kann man lesen, ne? Genau. So, zum eigentlichen Kern meiner Aussage. Wenn das jetzt alles aufgenommen ist, dann schiebe ich das rein in den Windows Movie Maker. Wenn man Windows hat, gibt es den irgendwo kostenlos zum Download. Das muss man einfach mal googeln. Und dann schiebe ich da das Filmchen rein. Neuerdings habe ich noch extra ein Audioprogramm. Wenn ich dann F9 drücke, dann springt einerseits Fraps an, andererseits der Audioaufzeichner. Der nimmt das Mic getrennt vom Spiel auf, sodass ich später die Lautstärke noch ein bisschen anpassen kann. Sonst ist es im Nachhinein immer ein bisschen doof. Wenn du merkst, du bist zu laut oder zu leise, kannst du das nicht mehr ändern. Ich finde einfach nichts. Hier pinkt nichts. Schade. Soll ich nochmal den Highway dort lang rennen? Ich renne nochmal den Highway lang, wenn ich ihn finde. Und dann rendere ich den ganzen Mist mit dem Windows Movie Maker, schneide das zusammen, mache meinen Vorspann, meinen Abspann. Und jetzt kommt das Dolle. Es gibt ja jetzt auch noch eine Vorschau für den nächsten Teil. Und zwar ist das daraus entstanden, immer wenn ich eine Folge fertig gerendert habe und bei YouTube hochgeladen habe. Oder nee, bevor ich es zu YouTube hochlade, genau. Dann knall ich die mir nochmal an den VLC-Player und guck mir die natürlich nochmal an, um zu sehen, was hast denn du hier eigentlich gerade für einen Blödsinn fabriziert. Hier ist keine Blackbox, ne? Dachte ich mir. Wo sind wir überhaupt gerade? Ich bin schon wieder völlig offside the track, oder wie man sagt. Hui, ein Panzer. Cool. Ein bisschen Alarm. Was da hinten könnte eventuell was sein? Ja, und dann gucke ich mir das im VLC-Player nochmal an. Ich will mir aber nicht so viel Zeit dabei nehmen. Darum stelle ich die Wiedergabegeschwindigkeit im VLC-Player einfach auf 150 bis 200%. Das klingt dann auch schön, wenn die Stimme immer so quatscht. Aber ich sehe halt, was ich mache und kann so ein bisschen schon beurteilen, was ich da so quatsche. Ein bisschen versteht man es ja schon. Es geht halt schön fix weg, während ich noch irgendwas anderes nebenbei rendern kann. Oder hochlade oder wie auch immer. Oh, wir sind fündig geworden mit einer Blackbox vor Ort. Da unten, ich sehe sie. Wollen wir mal reinlauschen? Oh, da gibt es ein bisschen eine Sonder-Special-Belohnung für. Hui. Raubtiermutation, cool. Unverdächtig, hungriger Junge. Yo. Archival recording. 224 days ago. Scheiße, schon wieder falschen Knopf gedrückt. They were, sir, they were on top of her, and you stepped in and saved her. You might as well have saved a cow or a lab rat. One more incident like this, and I'll NJP you. Dismissed. Was? Schade, muss ich mir nachher nochmal anschauen. Denn ich gucke mir ja alle Folgen nochmal an, nachdem ich sie gerendert habe. Und zwar in doppelter Geschwindigkeit. Das fand ich so lustig. Da wollte ich am liebsten eine Sonderfolge machen mit dieser doppelten Geschwindigkeit und dennoch diese total bekloppte und schon nach einer halben Minute total auf die Nerven gehende Benny Hill-Thema-Mucke. Oh, da hinten gibt es noch was anderes Tolles zu futtern. Und zwar wollte ich da so eine Special-Folge draus machen mit die hier.
Blackboxen sammeln, ein bisschen Erfahrung machen, noch ein paar Feldagenten finden und das alles in doppelter Geschwindigkeit mit diesem und so weiter. Ihr kennt das ja. Aber das war mir dann doch zu blöd, das eine ganze Folge zu machen. Wenn es einem nicht gefällt, ist es auch schon wieder doof. Darum gibt es jetzt die Zusammenfassungen. Hey, ne, nicht Zusammenfassung, die Werbung für den nächsten Teil. Das setzt natürlich voraus, dass der nächste Teil bereits aufgenommen und gerendert ist. Sonst könnte ich das ja nicht machen. Hi, komm mal raus, mein Kleiner. Ich will mit dir spielen. Hast du einen Ball dabei? Ansonsten müssen wir deinen Kopf nehmen. Sei nicht schüchtern. Ja, genau. Ups, ausgewichen. Eingeschleimt. Na, eingeschleimt. So in etwa. Ups, doch nicht eingeschleimt. Da müssen wir erstmal dahinter springen. Jetzt haben wir ihn eingeschleimt. Und mit X wird er... Arm abgehackt. Schön. Nochmal oben drüber gehopst. Kurz. Angerotzt und weggemampft mit B. Bums, einmal in der Mitte durch, wie mit dem Reißverschluss. Oder wie eine kleine Schwester sagen würde. Mach ihn auf, Daddy, mach ihn auf. Hui. Da bammeln die ganzen Schläuche immer raus. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen für Klarschiff sorgen. Was? Wir waren noch gerade so weit. Hier um die Ecke. Ups. So. Cool. Weiter auf der Suche nach Blackbox. Gut. Also, ja, ne? Weil ich so lustig finde, gibt's das jetzt als Werbung. So. Bin ich das auch mal losgeworden. Schön. Ja, ihr könnt ja mal sagen, ob euch das gefällt. Ganz normal Kommentare schreiben, fertig, aus. Ein bisschen Feedback ist immer schön. Da freue ich mich. Freut sich das Bäumchen. Hallo. Hallihallo. Na? Komm, ich nehme dich mit auf einen Ausflug. Du als Pilot weißt sowas sicherlich zu schätzen. Hui, hoch hinauf und tief hinab. So, Panzer fahren besser. Hui, besser Panzer fahren. Panzer fahren, Panzer fahren, Panzer fahren. Den Panzerknacker können wir mal ausprobieren, hä? Nur den Finisher. Immer wenn ich Finisher sage, muss ich an Schwedischer denken. Es ist der bescheuertste Wortwitz der Welt, aber er geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Es ist vielleicht nicht der bescheuertste Wortwitz auf der Welt, aber... Er ist nicht gut. Oh, da will ich mal was ausprobieren. Momentchen. Hui. Halt. Nein, wieso denn dorthin? Ach, du Idiot. Menschen, Kinders. Nee, ey, wirklich. Kann überhaupt nicht zielen. Sollte doch auf die zwei Autos. Mann, 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 Mann. So, jetzt müssen wir mal auf die Karte schauen. Ich weiß gar nicht, wohin. Wo ich überhaupt bin und wo ich hin muss. Sammelobjekte, gucken wir mal hier. Hier fehlt eins. Eins? Hier gibt's vier. So, wir haben uns die ganze Zeit in diversen Militärbasen rumgetrieben. Also kann es ja vielleicht eigentlich nur hier sein. Oder halt eben auf der anderen Seite. So, gucken wir mal. Das ist so ein kranker Ohrwurm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, aber so herrlich bescheuert. Hui. Auf die Idee bin ich dann übrigens gekommen, dass man das in Abspann packen kann. Da hatte ich gerade gegen den Riesengolem gekämpft. Und ja, hab das dann irgendwie so zusammengewurstelt. Und da musste ich so lachen, dass ich dachte, okay, das machst du jetzt mit jeder Folge. Und gleich noch für die zwei, drei Folgen davor, das dann quasi nachgerüstet. Von YouTube wieder runtergelöscht, neu gerendert, neu hochgeladen mit Abspann. Schön. Schön, schön, schön. Ups. Ach so. Wo wir gerade mal beim Werbung machen sind. Haha. Mist. Wecker sagt, es ist vorbei. Wecker sagt, es ist vorbei. Ein bisschen renne ich jetzt mal noch. Ein ganz kleines bisschen. Ich laufe dann unglaublich Gefahr, mich dran aufzuhängen und dann wieder eine Viertelstunde zu überziehen. Aber hier muss es doch noch eine Blackbox geben. Hier jeden Quadratmeter abzusuchen. Wer steht denn da? Hier jeden Quadratmeter absuchen? Optiones. Nein, was mache ich denn hier? Ach, ich bin heute irgendwie neben der Spur. Das tut mir leid. Ach komm, wir suchen uns die Luftbrücke. Ich fliege jetzt nochmal rüber nach New York. Dann kann ich noch meine... Quatsch, nach Manhattan. Verzeihung. New York. Pipapo. Dann können wir auf dem Weg hierhin wenigstens nochmal gucken. Fliegen wir rüber und ich kann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Werbung in eigener Sache. Wofür? Für eine super spezial, super duper Sondereinsatzfolge.
Und zwar ist die so hyper, super, duper, mega krass, dass ich da jetzt Werbung für machen muss. Nämlich, klar, als YouTuber möchte man ja Klicks sammeln, man möchte Views sammeln, man möchte Abonnenten sammeln. Und ich möchte auch Abonnenten sammeln, ja, so ist das nun mal. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn es sich denn ergeben sollte, dass ich mehr Abonnenten kriege, kriegt ihr dafür eine Belohnung. Die Belohnung ist auch schon vorbereitet und fertig. Ich muss sie nur noch freischalten. Und zwar bei 10 Abonnenten soll es ein Spezialvideo geben. Mit Facecam, damit ihr mal wisst, wie ich so aussehen tue, ne? Ja, genau darüber bitte. Ja, dass ihr mich nicht nur hört, sondern auch mal seht. Die Folge ist schon fertig gerendert, ist ein bisschen Fehler drin. Ich habe mich auch ein paar Sachen verplappert, inhaltlich. Aber unten in den Bewertungen steht dann alles wieder korrekt drin. Es geht um eine Mod, ein sehr interessantes Spiel. Den da drüben werde ich jetzt noch essen. Ach nee, das ist eine Sondermission. Na gut, dann machen wir hier jetzt mal Schluss. So, also, ja, wenn ihr wen kennt, der gerne Let's Plays schaut, dann sagt dem doch mal, dass es mich gibt. Vielleicht ist der denn so frei und abonniert mich. Und wenn wir 10 Abonnenten zusammen haben, das heißt, wir brauchen bloß noch 3, oder ich brauche bloß noch 3, euch ist, könnte es ja egal sein, dann gibt es ein Spezialvideo. Und das nächste gibt es dann bei 25, aber mal gucken, ob wir überhaupt so weit kommen. So, weil ich will das mit der Facecam und dem Spezialvideo unbedingt loswerden, weil mein nächstes Projekt würde ich gerne einen Horrorshooter machen und den dann auch gern mit Facecam. Aber da würde ich die Facecam-Sache gerne abgeklappert haben, weil ich freue mich in dem Video so, dass ich die Facecam drinne habe. Und wenn ich dann bereits schon Let's Plays habe mit Facecam, dann fetzt das nicht mehr so. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Ich bin der Baume, das hier ist Prototype 2 und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Nice aus. Ups, ausgewichen. Was, wie? Wieso haben wir die nicht mehr im Lock? Ui, das muss man blocken. Moment, da wechseln wir wieder auf die. Hehe. Ach, die hat sich auch ihre Mütter gerufen. Na, dann können wir das. Ein Mütter, halt Mensch, halt Köter. Wo ist sie? Eingespaghettisiert. Wow. Kannst du mich doch nicht mit irgendwelchen Misten werfen? Hallo, ist mein Job. Wow, ausgewichen, Y, Y, Y. Yeah! Ich kann auch die Brawler gar nicht anvisieren hier. Aber ich sollte mal. Denn, wenn die tot sind, kann man die nicht essen und dann geht's uns wieder richtig. Mit B weg, futtern, 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 futtern. Da kann man nicht zufällig Biobomben draus machen? Nee, kann man nicht, schade. So, wo ist die Alte? Hier machen sie jetzt mal richtig zur Sau. Oh, 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 zu spät, Blom gedrückt. Komm her, meine Süße. Ups. So. Wir können die nicht einschleimen, das ist ja doof. Nee, dann wechsle ich lieber wieder auf die hier. Bam! Auweia, auweia! Man schlägt doch keine Frauen.